Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich habe in der letzten Zeit ein paar Videos gemacht zu einem Pazifisten-Bar. Bedeutet, ich habe versucht, von Level 1 bis Weltstufe 4 zu kommen, ohne ein einziges Mal anzugreifen. Und ich habe schon den einen oder anderen Kommentar bekommen von Leuten, die gerne den Build nachbauen würden. Den habe ich jetzt finalisiert, bin auf meinem Level 100er Bar gegangen und habe den hier erstellt. Das Ganze findet ihr unten in der Videobeschreibung auch bei D4 Build zusammengebaut. Mit dazu Uber-Unix, mit dazu Tränen des Bluts, die holen wir gleich noch zusammen und werden das Ganze ausprobieren. Also ich habe hier den Dumi drauf, ich habe hier den Großvater drauf, ich habe hier Harlekins drauf und auch Melted Heart. Wobei Melted Heart ist nicht das, was ich im Bild habe. Das kommt eigentlich raus, nur habe ich den jetzt nicht groß angepasst. Ihr seht unten in der Videobeschreibung den perfekten Bild. Das hier ist mein Raserei-Bild, den ich hatte, der aber schon relativ auf Dornen gegangen ist. Zum Beispiel hier habe ich den Maxwell auf diesen coolen Effekt. Der geht aber noch auf Crit und so, aber das wird schon klappen. Und vielleicht ist es euch schon aufgefallen, aber wir haben insgesamt 9 Totenköpfe drin, 6 Stück in den Waffen und 3 Stück im Schmuck. Das könntet ihr auch gegen Diamanten tauschen. Das Problem bei mir ist aktuell, dass meine Glyphen alle noch nicht am Start sind. Ich denke mal, das wird sich gleich ändern. Und ganz wichtig, die Glyphe, die mir Widerstände gibt, die ist leider noch sehr gering. Da gehen eigentlich überall noch ganz viele Prozente hoch. Ich hoffe, dass wir das vielleicht in dem Video oder später dann auch hinbekommen. Aber genug gequasselt, ich will unbedingt mir erstens die Tränen des Bluts holen auf dem Barb hier, Pazifisten-Barb. Und ich will wissen, ob der Level 100er Barb mit den Uber-Unix, mit dem perfekten Paragon-Board, Glyph noch nicht perfekt, zugegeben, aber ohne anzugreifen, ob ich es schaffe, das Schlachthaus zu bezwingen. Okay, let's go. Also, für alle, die das nicht wissen, die Regeln. Ich darf nicht angreifen selber. Bedeutet, ihr seht ja auch schon unten in der Leiste, ich habe auch gar nichts zum Angreifen. Ich guck mal, ob hier irgendwo Elite sind. Hier sind Elite. Und ich darf eigentlich nur rumstehen und die Gegner müssen sich Das Dungeon war eh doof. Das war alles genau geplant, sage ich so. Das hier ist viel besser. Das war, wollte ich genau so, wie ich es gemacht habe, wollte ich es auch haben. Gehen jetzt hier rein. Da, das gefällt mir viel besser. Das ist so eine richtig schöne Schrockehöhle. Hier kenne ich mich aus. Das gefällt mir viel besser. Ich habe, glaube ich, einen Fehler gemacht im Fähigkeitsbaum. Und zwar, meine Wut wird nicht regeneriert, wenn ich meine Rufe mache. Und das sollte es eigentlich. Ich denke, das ist gerade. Ich denke, das ist gerade hier ein Fehlerchen. Tödlicher Schrein, sehr nice. Damit könnt ihr nämlich critten. Das ist natürlich sehr krass. So macht ihr mal eben mit Dornenschaden eine Million Schaden. Bin gespannt, wie es gleich bei den Blutsuchern ist, tatsächlich. Weil die könnte ich mir sogar schwer vorstellen. Es ist echt schade, dass Dornen nicht per se critten können. Das wäre wirklich eine coole Sache. Oh, Schreinerverbindung. Oh, das ist eigentlich gegen die Regeln, weil Schreinerverbindung nehme ich eigentlich nicht beim Pazifisten. Das lasse ich mal eben auslaufen. Kleiner Fehler. Pazifist, das ist ja wie angreifen. Deswegen, das geht nicht. Da greife ich ja extra an. Das lass mal kurz auslaufen. Das mache ich weg. Das habe ich auch in meinen Runs so gut wie es möglich immer verhindert, das zu nehmen. Aber der Schrein geht natürlich klar. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass mir ganz krass die Death fehlt. Ich habe hier aktuell Verwegenheit drauf, habe also nicht den Rüstungsaspekt drauf. Ja, Melted Heart ist auch nicht so geil, muss ich tatsächlich sagen hier, weil ich halt keine Angriffe machen kann, um Ressourcen zu mir zu holen. Aber Verwegenheit ist eigentlich ganz cool, weil ich damit mir halt immer eine Barriere holen kann. Und normalerweise würde ich den Aspekt spielen, der mir mehr Schaden gibt, wenn ich eine Barriere habe. Der zusammen mit Verwegenheit ist eigentlich ganz cool. Aber habe ich leider gerade nicht drauf.
Weil ich glaube, das ist auch wieder ein Aspekt, den man finden muss. Ach, ich weiß da auch wieder nicht. Man muss sich auf jeden Fall ein bisschen konzentraten, weil man darf ja, wisst ihr selber, nicht ein einziges Mal drauf gehen. Okay. Vielleicht mal ein paar Elites. Hier haben wir nochmal Elite. Metamorphose könnte eigentlich ganz geil sein. Hm. Könnte man auch überlegen. Also der Bild, den ich gebaut habe, der ist natürlich nicht final. Also wenn ihr da coole Ideen habt, dann haut die raus. Das ist natürlich immer nur eine Idee, was man machen könnte. Ich will mir auf jeden Fall jetzt die Ult aufsparen, eigentlich für die Bosse. Für die Dingsbums, wisst ihr? Für die Blutsucher. Was ihr mal machen könnt, ich habe ja Eisenhaut auf X und dann immer, wenn ihr rumlauft, die ganze Zeit X drücken zu spammen, dass ihr, sobald ihr Schaden bekommt, X drücken könnt, so wie jetzt gerade. Und dann wieder hochheilen, bis ihr eine Barriere habt. Ah, wenn so viele einprasseln, das ist natürlich schmerzhaft. Ist auf jeden Fall schwierig, gebe ich zu. Aber Leute, wir sind hier im Pazifistenbild. Das ist ja auch nicht kein Zuckerschlecken. Ich mach mal die Ult. Muss jetzt sein. Da mache ich mehr Schaden. Wo ist denn auch wieder dieser Schild-Dude? Ich verstehe es wieder nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe nichts mehr zu heilen. Schlicht. Das wird natürlich geil gleich mit den Blutsuchern. Alles einsammeln hier. 5 von 9 Heilungen. Habe ich ein bisschen gepanickt, gebe ich zu. So, da sind sie. Ich habe meine Ulten, ich habe gar nichts. Bin ich jetzt sofort down oder wie sieht's aus? Bei den Viechern ist natürlich auch mal schwierig. Die müssen mich ja auch angreifen, damit da was passiert. Okay, okay, okay. Pazifist gegen die, schwierig. Nichts mehr zu heilen. Das war meine letzte Heilung. Ja, ja, ja. Ich will es jetzt schaffen, Mann. Ich bin schon so nah. Boah, ich habe nichts mehr zu heilen gehabt. Das war echt ein Problem. Hast du ja kurz... Ja, ja, kurz meine Ult wieder. Dann habe ich es. Junge, Junge, Junge. Ich bin am Kämpfen. Pazifist. Schwierig. Aber ein bisschen weglaufen mit Pazifist ist doch erlaubt, oder? Pazifist kann ja auch ein bisschen Angsthase sein. 3 Minuten habe ich noch. Das schaffe ich, Leute. Ich schaff's für euch. So, Ult gezündet. Jetzt kann ich mal ein bisschen Schaden machen. Komm, einer down fast. Einer down und ich krieg neue Heilung. Zweiter down, Heilung. Es ist nur er. Er gegen ich. Er muss mich jetzt halt angreifen, ne? Nicht mit Magie, komm. 2,5 Minuten, greif mich an. Schön. Greif mich an. Schön. Vielleicht mit der Ult nah ran. Mach ich ein bisschen Feuerschaden. Komm, 2 Minuten noch. Greif ich an, Mann. Komm, ein bisschen noch, ein bisschen noch. Mit Ach und Krach, Leute. Aber
Ich müsste jetzt die Blutträne freigestellt haben, ne? Das heißt, ich kann die hier unten reinpacken. Zack. Da ist er. Hatte ich die schon? Glaub nicht. Freigeschaltet. Das gab natürlich nochmal einen heftigen Damage Boost und ich kann meine Glyphen auf 15 machen, die noch nicht auf 15 sind. Marshall zum Beispiel. Auf 15. Und ihr seht, ne, Rache und so, die wichtigen sind alle noch nicht auf 15. Aber ich wollte es, um mich mal ausprobieren. Schlachthaus mit dem Pazifisten Barb geschafft. Also es ist wirklich. Ich komme da auch immer noch nicht drauf klar. Klar, ich habe Uber-Unix. Ich habe 54.000 Angriffsstärke. 86. 100.000 Angriffsstärke mit dem Pazifist. Ja. Könnt ihr gerne nachmachen, wenn ihr das auch mal machen wollt mit den Pazifisten. Nicht angreifen, sondern wirklich komplett nur auf Dornen. Ich habe mir auch sagen lassen, das könnte auch ein witziger Bild sein für PvP. Müsst ihr selber wissen, ob ihr das machen wollt. Ich würde mich selber voll auf den Kanal freuen. Selber ein Like auf dem Video. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Pazifisten unten rein. Ich denke, das wird auch jetzt das letzte Video gewesen sein zum Pazifisten. Und dann würde ich sagen, freuen wir uns alle auf Season 3 und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.